Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde, hier bei X-Train 24, Podcast Themenwelt Frühling. Teil 2 steht an, wir bauen weiter. Sie erinnern sich, im ersten Teil haben wir mit dem Mittelpunkt unseres Dioramas angefangen, mit dem Gärtnereigebäude bzw. mit dem Gartenmarkt. Und da haben Sie auch eine Straße gesehen, da im Vordergrund, die geht natürlich weiter. Und die werden wir jetzt auf unserer zweiten Platte vollenden. Thema Straße, Straßenmarkt. Ja, Thorsten, du hast das Wort. Leg los. Wie gehen wir, was machen wir? Was verwenden wir und wie geht's weiter? Okay, fangen wir an mit dem, was wir verwenden. Wir verwenden Straßen in verschiedenster Form von der Firma Juvela. Das sind, wie wir hier im Vordergrund sehen, unterschiedliche Pflastersteine in verschiedenen Formen, Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster Marktplatz nennt sich diese Version. Hier haben wir die gerade Straße. Passt geradezu für unseren Markt. Ja, wunderbar. Ja, dann haben wir eine in dieser Wellenstruktur und passend zum Kopfsteinpflaster natürlich auch noch eine Kurve, die wir leicht schon vorbereitet haben. Was auffällt, Thorsten, ist diese wunderschöne, feine Struktur dieses Richtig. Pflasters. Welches Material ist das? Das ist Keramik. Keramik? Keramik. Mhm. Ich zeige das mal hier anhand diesen Streifens. Das Ganze ist in sich flexibel. Das heißt, wir können kleine Furchen reinmachen, wir können eine mittlere Überhöhung reinbauen. Was wir jetzt hiermit nicht machen können, ist es nicht in der Länge stretchbar oder so, weil dafür gibt es die Kurven. Ja? Mhm. Aber wir können verschiedene Bodenwellen machen, wir können einzelne Steine können wir herausnehmen. Und können auch kleinere Schäden vortäuschen, indem wir da ein bisschen Grünzeug reinpflanzen. Also ein wunderbares Material und fast komplett. In Kürze kommen die Bordsteinkanten dazu, die sind momentan noch nicht da zu diesem Zeitpunkt, aber in Kürze sicherlich auch verfügbar. Und somit können wir dann hier bei diesem Gehwegpflaster Bordsteinkante setzen. Wer also jetzt Interesse hat an diesem Pflaster, bei uns im Shop werden Sie natürlich fündig. Die Artikelnummer haben wir gerade eingeblendet. Wir können sie vielleicht nochmal sagen oder zeigen. Sie finden sie dann auch wieder dann nochmal rechts neben diesem Video. Ist dann nochmal eine Liste, wo diese Artikelnummern aufgelistet sind. Wer also Interesse hat für diese wunderschöne, feine Struktur, und Keramik ist ja wirklich ein tolles Material. Das ist ja... Ja, du wirst nachher die Vorteile von Keramik sehen. Es gibt auch einige andere Straßen. Fasst sich auch sehr edel an, muss ich dazu sagen. Ja. So. Aber es lässt sich nachher auch sehr schön kolorieren. Okay. Dazu aber später mehr. Später. Jetzt fangen wir an. Wir setzen die Straße vom Gartencenter aus weiter fort. Müssen wir ja machen. Genau. So, dann haben wir hier eine Markierung gesetzt. Und da geht es dann gleich weiter. So, da fangen wir jetzt mal an. So, wird hier platziert. Wir nehmen das andere mal weg, damit es nicht irritiert. Genau, momentan irritiert es nur. So, das ist jetzt die Fortsetzung der Straße vom Gartenmarkt. Genau. Wir markieren das vorher, das Grundmaterial ist wieder Styrodur. Ist wieder Styrodur, kann aber auch auf Holz geklebt werden, auf anderen Materialien, alles kein Problem. So, nach der Kurve geht es wie weiter? Beziehungsweise, wie geht man denn überhaupt vor? Setzt man erst die Straßen oder macht man erst den Untergrund, das Gelände? Sowohl als auch. Okay. Du kannst beides machen, ja. Das ist egal. Es ist nur von Vorteil, wenn man Folgendes nicht macht. Das ist genauso, wenn Sie Schienen oder Straßen legen, ist egal. Das ist das, was die meisten als Fehler machen. Es gerade entlang der Anlagenkante setzen. Wenn ich jetzt fotografiere, habe ich meine Probleme damit. Mhm. Nicht nur das, aber auch der Zuschauer, der zum Beispiel auf einer Ausstellung eine Anlage sieht, der hier sieht ein Gleis oder eine Straße sieht, der hat ein Problem, das schön in Szene zu setzen. Mhm. Und es wirkt nicht. So, dementsprechend möglichst nichts parallel zur Anlagenkante und nichts dauerhaft gerade verlegen. Da bieten sich ja diese Kurven an, die sind in der Regel auch auf der gleichen Länge wie diese gesamte Matte. Ich habe sie jetzt vorab ein bisschen gekürzt, damit wir zügig Gut. das vorbereiten können. So, wir verkleben jetzt die Straße. Richtig. Man muss dazu sagen, das ist selbstklebend? Nein. Nein. Falsch. Ich habe gedacht, man kann das abziehen. Ja. Nein, das kann man eben nicht. Wenn du das abziehst, dann hast du alle Steine hier lose liegen. Himmeldonnerwetter, muss man noch Pflaster holen. Das können wir jetzt nicht machen. Dann würde diese Sendung sehr lange okay. werden. Ja. So, nein, wir nehmen alles Kleber dafür. Man kann auch Weißleim dafür nehmen.
sprich Holzleim. Ich empfehle aber, alles Kleber zu nehmen, verklebt sehr schnell und somit... Dann machen wir es doch gleich. Ja, machen wir doch einfach mal. Wir drehen das einfach um. Hier sehen wir es auch nochmal. Das ist die Kurve 28265. Habe ich extra vor montiert. Ich setze in dem äußeren Bereich setze ich kleine Klebepunkte. Mhm. Ja, es muss nicht unendlich viel sein, weil wenn wir zu viel aufmachen, dann fängt das Ganze an zu schwimmen so. Auf dem Untergrund. Dann brauchen wenn du so leichte Bewegungen hast, dann verkantest du es schnell. Nur noch umdrehen und dann drauf. Nur noch umdrehen, drauf. So, was jetzt, wie gesagt, können wir noch da was anderes machen, um es nochmal kurzfristig zu zeigen. Diese Flexibilität. So, wir können auch hier noch einen kleinen Draht drunter legen, einen Zahnstocher oder sonstiges, um hier eine Bodenwelle zu imitieren. Oder das gewölbte Straßenpflaster, wie man es kennt früher, dass das Wasser abläuft. Genau, ja? Richtig, korrekt. Oder kleine Spurrinnen oder so, die sich so ergeben haben. Mache ich jetzt mal gerade nicht. Machen wir mal jetzt nicht, aus Zeitgründen? Nein, aus Zeitgründen machen wir es nicht. Okay. Aber sonst bietet sich das wunderbar an, weil dafür ist es ja auch eben flexibel. So. So, nun geht es weiter mit der Straße. Jetzt kommt bestimmt was Gerades dran. Versuch mal. Klebt schon. Unglaublich. Mit Holzleim könnte man jetzt noch eine Stunde warten oder eine halbe. Ja. Gut. Weiter geht's. Klebt, weiter. Die Kanten wieder beschneiden oder? Die schneiden, dran? Je nachdem. Mich stören sie weiterhin nicht, weil wir nachher auch noch neben der Straße noch ein bisschen Erde aufhäufen werden und somit können sie dranbleiben. Mich stören sie so nicht. Kleben wir weiter, das heißt wieder einstreichen. Ich muss jetzt mal sagen, erstmal nochmal anpassen. Ja, darf der Laie auch mal? Der Laie darf viel. Der Laie darf auch mal. Der Laie darf viel. Er muss sogar viel. Also, du kannst weiter erklären. Ich habe gelernt. Also, da gibt es auch die Artikelnummer wieder. 28259 von Juvela. Das ist dieses gerade Pflaster oder dieses gerade Stück. Ja, das ist gerade Pflaster. Wir haben schon zurechtgeschnitten. Genau. So, ich habe gelernt. Ups, jetzt geht's los. In kleinen Punkten. So. Entlang der Kanten, richtig. Entlang der Kanten. Ja. Und dann hast du so gemacht. Ja. So. Oder was gute du auch immer machst. Kleben darfst du es. Nein, darf ich es kleben. Also du darfst es kleben. Welche Kante war da? Ja, ist richtig. Die war hier hinten. Die muss da hin. So, wir setzen das einfach hier dran. Richtig schön bündig, dass man also auch keine, wenn es geht, Übergänge sieht. Ich habe gerade in einem Vorgespräch gehört, dass es immer recht schwierig ist. Wenn man es ein bisschen zusammendrückt. Ja. So. Was wir jetzt hier nicht auf dem Tisch liegen haben, aber was Sie auch auf der Webseite von X-Train finden werden, ist ein Fugenmittel, ebenfalls von Juvela. Damit können Sie zum Beispiel auch hier, man sieht es, hier sind in der Kurve die Fugen ein bisschen größer. Hier zum Beispiel, ganz deutlich. Ja, genau, so ein bisschen größer. Vielleicht kann die Kamera mal ein Stückchen rangehen, vielleicht kriegen wir es hin. Weil das durch dieses, Ja, es ist halt eine Dehnung, klar. Und sonst müsste man natürlich diese Steine in einer anderen Struktur setzen, dann sieht es nicht mehr ordnungsgemäß aus. Also generell, also Übergänge, so wie diese Teile, die hier ein bisschen breiter sind, die kann man eben damit füllen, wie man möchte. Dafür nimmt man einen weichen Pinsel und nimmt in diesem Fall einfach ein bisschen zum Beispiel Schotterkleber, Weißleimgemisch mit Wasser, 50-50 oder auch ein bisschen mehr Wasser, ist egal. Es muss nur ein bisschen Klebekraft haben. Sprüht man drüber, das Ganze trocknet sehr schnell ein. So, und wenn das passiert ist, dann kann man sich später an die Alterung begeben. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. So. Aber Übergang, Fugen etc. und so weiter. Erstmal gerade dran. Ja. So, wie geht's weiter? Wie hast du dir das vorgestellt? Wir haben jetzt hier so wunderschöne Marktstände. Wir wollen ja Straßenszene nachgestalten. Jetzt haben wir erstmal die Straße liegen. Wie machen wir jetzt weiter? So, die Marktstände nehmen wir erstmal jetzt kurz hier. Wobei, die Marktstände können wir ja schon mal auch ins Bild nehmen in der Zwischenzeit, um das nochmal zu zeigen. Halt, jetzt waren sie weg. Machen wir es mal so. Die gibt es ebenfalls bei Busch. Ja, und es sind unter anderem diese drei, ich glaube es sind doch nur drei oder vier, sind keine Bausätze. Das heißt, wir haben sie jetzt... Fertig. Ja, genau, die sind auf dieser Plastikfolie oder Plastik, sind die direkt nur
drauf gehaftet, sage ich jetzt mal. Das heißt, sie sind nicht fest verklebt. Das heißt, wir können die Autos hier haben eine zusätzliche Sicherung mit einer Schraube. Mhm. Die werden wir nachher entfernen. Hier. Genau, weil wir werden das Ganze nachher auf diesen Pflasterplatz legen oder stellen. Und es sieht halt nicht schön aus, wenn wir das jetzt mitsamt der ganzen Platte machen würden. Können wir dann nochmal vertiefen. Kommen wir später drauf. So, jetzt wollen wir einfach jetzt weiterbauen. Das Straßenpflaster liegt. Ja. Wie geht das? Was machst du jetzt mit der Platte? So, die Platte positioniere ich jetzt erstmal. Ja? Ich suche mir jetzt hier erstmal einen Platz. Zum Beispiel so. Oder möglichst so. Dass wir nicht so viel Verschnitt haben und dass wir ordentlich viel Stellfläche haben. So, dann schneiden wir es ab. Dann schneiden wir es einfach ab, genau. Mit einer Schere oder was nehme ich dazu? Du kannst eine Schere nehmen, du kannst hier das Cuttermesser nehmen. Wir können es auch, wir könnten es jetzt auch so anpassen. Ja? Also das ist, wie man will. Es ist halt nur ein bisschen schwieriger, das Ganze jetzt anzukarten. Okay, ja? Alles klar. In diesem Fall legen wir es mal so und dann haben wir hier ordentlich noch Fläche. Ja. So. Gut. In diesem Fall müssen wir jetzt mal die Kante schneiden. Okay. So. Super. So, und dann müssen wir es noch anzeichnen, wahrscheinlich auf der Rückseite, oder? Ja, wir müssen natürlich hier besonders darauf achten, dass wir diese möglichst treffen. Wobei ich denke mal, wenn man das dann zusammengefügt hat, dass es dann kaum noch zu sehen ist. Und da hast du ja von diesem Fugen-Kit, dann kann man es noch ein bisschen zuschmieren. Genau, man kann es auch, aber auch mit reinen Erdstaub oder sonstigen Sachen verfüllen. Das ist nicht das Problem. So, dann schneiden wir das Ganze mal ab hinten, beziehungsweise zeichnen es an. Wie machen wir das? Ich mache es mit einem Cuttermesser. Du machst es mit dem Cuttermesser. Erstmal groß. Soll ich was festhalten? Ja, darf ich? Ja. Ja, gut, mache ich. Also die Keramik lässt sich auch schneiden. Lässt sich schneiden, ja. Jetzt müssen wir gerade gucken. Setz mal da. Dass wir alles im Blickfeld haben. Dass wir alles im Blickfeld haben. Ich werde mal die Hand ein bisschen wegnehmen. So. Sinnlos rohe Kräfte walten. Tja, die Feinheiten kommen so oder so zum Schluss. So. Okay, so, und das war mal wieder in der gleichen Methode. Hinten dann am Rand tupfen und kreuzweise. Darf ich wieder? Ja. Ich bin der Kleber. Da haben wir wieder die Nummer. Ich mich vergessen. 28273 ist der Pflasterplatz. Ich bin der Kleber vom Dienst. Ja, kleb du mal. Ich bin der Kleber vom Dienst. Also, wir machen hier wieder am Rand schön die Punkte, dass das also auch schön. Sie sehen, liebe Zuschauer, auch ein Laie. Ich muss Ihnen wirklich sagen, also Modellbau habe ich noch nicht viel gemacht. Ich habe zwar viel mehr schon vom Thorsten abgeschaut, aber wenn man das dann selber macht, dann ist das eigentlich auch ganz toll. So, jetzt kleben wir das wieder dran. Voilà. Er sagt wieder, voilà. Voilà. Jetzt darf ich wieder ran. Mach es. Jetzt habe ich jetzt etwas Klebstoff dran. Ja, ja. Komm, dann mache ich es. Das ist jetzt nicht so gut. Wo haben wir denn hier ein Tuch? Keiner verlässt das Land. Eine Rolle wird mir gereicht. Super, danke. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Wir haben viele Helferlein im Hintergrund. Ja. Die bekannte Mannschaft fast vollständig. So. So, jetzt können wir uns das schon ein bisschen vorstellen. Jetzt kann man uns das schon ein bisschen vorstellen. Wie das Ganze aussehen könnte. So. Was wäre das Nächste? Wir haben jetzt hier, also wir fahren hier ein bisschen um die Ecke, die Straße geht da irgendwo ins Nirvana. Jetzt muss ja auch noch was drauf. Richtig. Was kommt jetzt? Gehweg. 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 Auch das gibt es von Juwela. Auch das gibt es. Das müssen wir gerade nochmal gucken. Das ist jetzt egal. Wir gucken gleich mal, wie wir das mit dem Haus. Wir haben du hast ja noch zwei Häufer mitgebracht aus liebe deiner Zuschauer. Sammlung. Jetzt kommt der Hammer. Wir betonen es, es sind keine neuen. Es sind keine neuen Häuschen. Nein. Also man muss ja mal davon ausgehen, liebe Zuschauer, auf der Anlage, man hat ja früher schon mal ein bisschen gebaut und man hat immer noch so Häuser. Zum Wegschmeißen zu schade.
Wir haben, oder ich habe zwei Häuschen mitgebracht aus dem Jahre 1967. Und zwar Fallerbausätze. Einmal dieses Haus, was wir jetzt hier einbinden werden. Wir haben es gestern schon ein bisschen, wie sagt man, gealtert. Wir haben den Glanz genommen. Wir haben den Glanz der alten Häuser genommen. Man sieht es also wunderbar. Thorsten hat hier schon mal ein bisschen Hand angelegt. Und was ich natürlich ganz niedlich und toll finde, einen Dorfkonsum. Den werden wir natürlich einbinden. Sie können sich ja vorstellen, wie das so ist auf den Anlagen. Der Dorfkonsum, die Kirche ist immer der Mittelpunkt eines, auch des Klatschzentrums. Das war also früher, wo es noch nicht WhatsApp und alles andere gab. Wie beim Friseur austauscht, wie beim Friseur zum Beispiel. Und natürlich war darum auch immer der Markt meistens mittwochs oder samstags platziert. Das werden wir jetzt also mal machen. So, die Häuser stellen wir jetzt hin, hast du gesagt? Wir gucken erstmal jetzt, wie wir sie aufstellen könnten oder wie wir sie platzieren könnten. Hier haben wir eine schöne Mauer mit dran, die können wir im Prinzip mit diesem anderen Haus verbinden. Ja. Was auffällt, das ist das Wohnhaus der Leute vom Gartenmarkt. Zum Beispiel. Das adaptieren wir jetzt einfach. Also man kann, wir legen das jetzt mal so fest. Wir legen es einfach fest, okay. Genau. So. Und die wohnen natürlich praktisch gleich neben dem Konsum. Das finde ich natürlich auch ganz toll. Tja. Ja, das finde ich gut. Kurze Wege. Wir sehen hier, wir müssen noch ein bisschen was ausgleichen, beziehungsweise sehen es dann nicht. Weil hier würde sonst die Mauer nicht an dem Haus anschließen, aber da können wir nachher das Haus ein bisschen höher legen und schon, oder passt dieses ein bisschen kippen mit dem Untergrund und dann klappt das schon wieder. Alles klar. Ja, so können wir das machen. Was haben wir da gestern für verwendet? Das zeigen wir nachher. Das zeigen wir nachher zum Schluss. Wenn wir alles schön sauber drapiert haben. Gut. Ich würde vorschlagen, tun wir jetzt die Marktszene montieren. Wir werden jetzt mal die einzelnen Sachen gleich trennen und dann zeigen wir Ihnen, liebe Zuschauer, kurz anhand eines Beispiels, wie das abgemacht wird. Das ist eigentlich nur aufgeklebt, hattest du gesagt, das sind nur Klebepunkte, oder? Das sind kleine Klebepunkte, Das ist, zeigen wir es doch mal praktisch, wie das im geht. Im Prinzip ist es ein Haftkleber. Fass es mal an. So, wollen wir mal gucken. Machen wir es hier mal bei den Kisten einfach oder bei der Figur. Ja. So. Einfach ein bisschen hin und her. Ja, ein bisschen hin und her bewegen. Das kennt man auch manchmal so von Zeitungen, wenn da was eingeklebt ist mit so einem gummiartigen. Ja, so ein ähnliches Material ist das. Und dann zieht man es ab und dann ist das. Zieht man es ab. Und dann ist die. Ist es ein bisschen zäh? Ne? Ja, ja. Man hat schon ein bisschen Angst, dass man irgendwas kaputt macht, aber nein. So. Nein. Na gut, alleine findet er den Weg nicht zum Stehen. Doch, er bleibt sogar stehen. Der Verkäufer steht ohne Stand da. Okay, wir werden jetzt also, liebe Zuschauer, diese ganzen Figuren abmachen von den Marktszenen. Und wenn wir soweit sind, sehen wir uns gleich wieder. Er tupft hier gerade die Dark Earth Farbe, auch wieder die Acrylfarbe auf. Nicht streichen, tupfen. Dadurch kriegen wir eine wunderschöne Struktur, die genauso aushärtet. Das kommt jetzt fast so wie nicht gerührt und geschüttelt. Ja, ja, genau. Okay. Genau. Pass auf dein Hemd auf hier, sonst kriege ich Ärger zu Hause. Ja. Also man kann es auch hier so ein bisschen in dieses Sandgelbe reinlaufen. Ja, muss natürlich. Ja sogar, ne? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Wäre jetzt die Preisfrage, wo kommt das her, gerührt und nicht geschüttelt, ne? Liebe Zuschauer, wissen Sie es? Weiß wohl jeder, oder? Wo kommt der Satz her? Gerührt und nicht geschüttelt. 007. Er hat's gewusst. Ja, natürlich. Du hast 100 Gummipunkte. Du hast meine Videosammlung gesehen, ne? Noch nicht ganz. Aber du könntest mal bewundern, wie toll ich hier diese Struktur einmache. Naja, so, für den Anfang ist es ganz gut. Jetzt. Au, das sieht ja klasse aus. Nein, hat er gut gemacht. Wollen wir das mal ein bisschen höher halten? Ja. Vielleicht kann man das noch mal so ein bisschen strukturtechnisch in die Kamera halten. Sie sehen also, der Marktplatz ist schon festgeklebt. Sie sehen also wunderschön diese ungleichmäßige Erdstruktur. So. Genau. Jetzt walte deines Amtes. Was machen wir jetzt? So, wir haben hier, ich stelle es mal hin, Erdpulver der Firma Minitec zum Beispiel. In diesem Fall in fein. Es gibt es auch in grob. Es gibt Ackerboden mit Wehgemischung und so weiter. Hier nehmen wir ein bisschen feine Erde, weil wir haben die Grunderde durch unsere Struktur ja bereits gemacht. Okay. Ja, nur so ein bisschen. Und was bewirkt das jetzt? Pass auf.
Wir wollen ein bisschen weicheren Übergang machen zwischen dem Ganzen, zwischen der hellen und der dunkleren Farbe. Okay. Und da wir hier Acryl haben, ist es so, dass wir keinen zusätzlichen Kleber benutzen brauchen. Okay. Das sind die Tricks der Profis. Oh ja. Man probiert einfach mal aus. Ne? Ja. So. Das haftet von selber. Ich denke mal so schick. Halbe bis Stunde, dann ist es trocken. Ja. Ist ein Ding. Nicht schlecht. Sieht aus wie Kaffeehaag. Nein, so heiß. Trinken kannst du das nicht. Trinken können wir es, also man kann es nicht als Kaffeeersatz nehmen. Aber es sieht fast so aus, ne? Ja, das ist wir können die Jungs hier mal anrufen, mal fragen, was wirklich drin ist. Recycling. Nicht verraten, wenn Minitech. Das ist ja, ein bisschen Spaß muss sein, liebe Zuschauer. Sonst wird das ganze Leben zu Bier ernst und Modellbau macht ja Spaß. Richtig. So, das haben wir getan. Wir sind damit soweit fertig. Was passiert jetzt? So, wir können erstmal die Häuser positionieren. Die Häuser positionieren. Damit sie gleichzeitig hier festkleben. Alles klar. Das heißt also, wir nehmen jetzt unseren Dorfkonsum. Weißt du noch wohin? Ja, da war ich ja vorne. Ja, genau. Drück ihn einfach rein. Ich muss da mal ein bisschen aufstehen. Feinheiten können wir später aus meinem Stuhl aufstehen. Andrücken. So, haben wir das? Wunderbar. Und jetzt nehmen wir das Wohnhaus der... Nee, stopp. Nein, stopp. Nein, setz dich. Okay. Setz dich. War wieder falsch? Nein, ist nicht falsch. Guck mal, wir haben hier das... Müssen die Erde anhäufen. Ah, voilà. Wie die Rosen angehäuft werden, wird also auch da eingegangen. So. Wer spricht der Gärtner? So spricht der Gärtner. Ja. Ah ja, okay. Jetzt darf ich. Ich darf wieder aufstehen. Gut, also. Steh auf. Halt, Mikrofon. So, jetzt wird das Ganze. Ja, Moment. Wir wollen ja noch ein bisschen anheben, müssen wir jetzt wieder. Trick 17. Du schiebst es drunter. So? Ja. Trick 17. Ja, drück dran. So, habe ich? Richtig ran? Ja, richtig dran. Bin dran. Gut. So. So. Jetzt Trick kommen wir 17. Die Feinheiten noch drunter. Okay. Schieben von hinten ein bisschen Erde nach vorne. Und von vorne nach hinten, dann passt das wieder. Von vorne nach hinten. Ach, da haben wir es ja. So. Und machen gleich hier den Übergang. Den Übergang. Ich finde das ja prima. Kann man jederzeit noch nacharbeiten. Also wollen wir das Ganze mal umdrehen? So, wir wollen mal zeigen den Zuschauern. Weil wir haben jetzt im Verdeckten 007-mäßig gearbeitet. Jetzt zeigen wir das mal, was hinten passiert ist. Man sieht es hier ein bisschen, vielleicht kann ich es noch ein bisschen reindrehen, so. Jawohl. Wir haben also den plastigen Untergrund aus dem Jahre 1967 mit unseren erdfarbenen Acryl. Cool. Bisschen überstrichen. Bisschen verstrichen, sodass man also auch hier sieht, dass man auch, wenn man ältere Häuser hat, auch das durchaus mit verwenden kann. Bei den neueren Häusern ist es ja einfacher, sind ja nicht diese Platten mehr drunter. Ja, sie sind teilweise manchmal auch noch drunter, aber nicht mehr so brutal. Man kann es ja so machen, dass man das Haus selber nur draufstellt und als Platte nimmt. Sie sehen also, so sieht's aus. Nun drehen wir den ganzen Kram wieder um. Weil wollen wir jetzt was machen? Oder wollen wir gleich hinten begrünen? Oder wie wollen wir das machen? Wir begrünen gleich den vorderen Bereich schon. Den vorderen Bereich. Ich bin der Arbeiter und du bist der Meister. Du sagst, was du jetzt machst. Du darfst selber begrünen. Ich habe das noch nie gemacht. Dann machst du es jetzt zum ersten Mal unter meiner Einleitung. Liebe Zuschauer, er zwingt mich jetzt Dinge zu tun. Gut, okay. Also wir begrünen. Du schaffst das. Ich schaffe das. Keine Sorge. Alles klar. So. Wir drehen uns das jetzt. Ist das so perfekt? Ja, ich glaube, so ist es perfekt. So können wir es machen. So. So, wir haben hier ein Begrünungsgerät der Firma RTS. Ein starkes 55 kV mit 55 kV Leistung. Ja. Das ist das Sieb. Ja, warte mal so ein bisschen hinhalten hier, so. Ja, das Sieb nochmal zeigen, das was oben drauf war. Siebe gibt es in verschiedenen drei sind immer dabei. Genau. Dieses sogar das XS-Sieb, das feine. Ja. So, wir haben
die Gräser bereits in Behältern. So, das ist der Vorteil, die Gräserbehälter. Ich zeige es auch nochmal hier rein. Es gibt viele schon Zuschauer, die das auch schon gesehen haben. Wir haben es auf unserer Webseite auch schon, dieses Begrasungsvideo, was du gemacht hast. Also wir wollen jetzt nicht in die Tiefe gehen, erklären. Also es gibt verschiedene Gräser, Längen und Farben in verschiedenen Schattierungen. So, mit dem sollte ich anfangen. Du fängst mit dem hellgrünen an. Mit dem hellgrünen. Ja. So, einfach so reinstellen. Ja, nee, aufmachen rum. Deckel ab. Sonst geht's nicht. Deckel ab, sonst geht's nicht. Rein damit. Und die Metallplatte ist die elektrische Verbindung. Genau, mit der Feder. Mit der Feder. Alles klar. So, ich schiebe das mal rein und dann kommt dieses Sieb wieder drauf. Einfach den Deckel drauf. Klappe zu, Affe tot. So, genau. Aber so geht's ja noch nicht. Du siehst schon, das erste Gras kommt schon raus. Ja, aber es muss ja irgendwie elektrisch verbunden werden. Pass auf, hier ist das Gegenpolkabel. Wir haben einen Nagel. Ja. Den klemmen wir hier dazwischen und stecken ihn einfach seitlich in der Styrodur rein. So. Wer Holz hat, hämmert es einfach ein bisschen auf die hölzerne Unterlage ein. Mit dem Hammer ein, zwei Schläge drauf, reicht völlig aus. Und zum Begrasen muss ich diesen grünen Knopf drücken? Du musst den grünen Knopf drücken, Batterie ist ja drin. Ja, und einfach gedrückt halten. Ja, mach es einmal so, pass auf. Ja. Damit alle Fasern unten im Bechern sind, ja, drücke ich jetzt einmal drauf und dann kannst du loslegen. Ach so, und dann brauche ich nicht mehr drücken beim. Doch, jetzt schon noch, aber die ersten 5 Sekunden reichen, weil dieses Gerät kommt damit ungefähr. Beginnt ja, siehst du schon. Ah, wunderbar. Super. Ich kann's. Ja, konzentriere dich drauf. Liebe Zuschauer, ich habe es wirklich noch nie gemacht. Es ist ungelogen. Ich kann es bestätigen, es ist sein erstes Mal. Ist man. Okay, gut, reicht erstmal, Frank. So, jetzt haben wir etwas leichtes Grün, sehen es. Wir können jetzt wieder den Deckel abschrauben, ja. Nehmen diesen Behälter raus, hellgrün raus. Genau. Genau, jetzt machst du den hellbeigen offen. Hellbeigen ist das so ein bisschen oder vertrocknet. Oder hellbeige, es ist einfach nur beige. 2 mm Fasern sind das. Bisschen vertrocknetes Gras soll das sein, oder? Ja, genau. Dann nehmen wir aber auch nur ganz wenig. Okay. Du wirst gleich sehen. Ja, okay. Aber wir haben ja ein bisschen Frühling, ne? Bude zu, Affe tot. Machen wir wieder drauf. Ui, wieder drauf. Ja. So, und wieder? Man kann es sehen, die Fontäne. Ja. So, okay. Nur kurz rüber, so halbe Zeit ungefähr von dem, was wir jetzt gemacht haben. Es schneit. Entschuldigung. Also drücken. Sieht noch etwas ungelenkig aus, aber. Ja. Aber ich noch einmal zurück wieder. So. So, und das reicht schon. So. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Oh, die kommen aber wirklich raus hier. Ja, natürlich. Aber auch sobald du hier wieder rausholst, ist es passiert. Ist es vorbei. Es ist so, wie wenn man aus dem Auto aussteigt und ständig Ende gelangt kriegt. Thema Gummimatte, Gummischuhe meinst du, oder? Ja, so ungefähr. Ja. So, wir haben jetzt 4,5 mm reingemacht. Das waren bislang 2 mm. Also jetzt sind jetzt längere Fasern. Es sind jetzt längere Fasern. Okay, und jetzt steht das Gras richtig sozusagen. Ja, genau. Ein bisschen mehr. Schütteln? Ja, ein bisschen mehr schütteln. Ach so. Ja, man sieht's. Ja. Wieder zurück. Super. Gut. Reicht das so? Ja, das reicht so. Das kann schon so reichen. Gut. Ja. Wir erheben das jetzt schnell nochmal. Aber wir machen erstmal. Ja, wir machen es erstmal raus. Wir machen es erstmal tot. Weil das Gerät. Arbeitet ja ununterbrochen. Ja, bis in eine Minute ungefähr. Ohne Knopf zu drücken. Ohne Knopf zu drücken. Das heißt also, das Begrasen nochmal für den Laien, der es noch nie gemacht hat, elektrostatische Aufladung. Die Fasern schießen in diese weiche Masse. Genau. Und dann muss es bloß. Wir haben ja den Vorteil bei der Acrylmasse, dass es eben auch Kleber beinhaltet. Ja. Und somit brauchten wir jetzt keine zusätzlichen Klebepunkte setzen, wie ich das nenne. So, kann ich das nochmal irgendwie? Versuchen wir mal, ob mal die Fasern, man sieht es auch jetzt richtig, dass die Fasern stehen, die längeren Fasern, und man kriegt eine wunderschöne Rasenstruktur. Und das Gleiche machen wir jetzt auch neben den Gebäuden und hinter den Gebäuden. Richtig, machen wir jetzt Rasen drauf, ganz machen einfach. Machen wir ein bisschen Rasen drauf. Wir drehen es mal ein bisschen um. Also wirklich, liebe Zuschauer, dafür, dass ich das Erste, macht richtig Spaß, ich könnte begrüner werden. Soll ich dich einstellen? Nein. Nein, sagt er. Da haben wir es wieder. Na. Natürlich muss dann anschließend alles mit dem Staubsauger abgesaugt werden. Richtig. Aber das machen wir jetzt nicht gleich. Das machen wir jetzt mal jetzt nicht. Welche Faser nehmen wir jetzt? Keiner mehr. Es macht mir Spaß. Welche Faser nehmen wir jetzt? Wir gehen wieder zurück auf die Frühling.
Wir gehen auf den Frühling. Ja, wir machen aber die Hinterhofzähne, machen wir jetzt ein bisschen mit ein bisschen mehr Beige-Anteil. Ja, also erstmal ein bisschen grün. Erst immer hellgrün, Frühling, 2 mm. Achso, muss man die Reihenfolgen so einhalten, aber es ist ja eigentlich. Nein, also es wurschtig, ist, oder? Man sollte mit den kurzen Grasfasern grundsätzlich beginnen. Ich muss mal, achso, mit den kurzen. Immer, ja, mit den 2 mm. Also man sollte jetzt nicht anfangen, mit langen Grasfasern zu beginnen. Sieht man das jetzt? Ja, ja. Also ich sehe es auf der Kamera. Doch, so. Ja, man sieht es. Jetzt wird der Hinterhof schön. Auch wenn das die Eigenheimbauer wüssten, wie einfach ein Rasen. So, jetzt haben wir es ein bisschen grün gemacht. Ja. Und jetzt werden wir ein bisschen mehr beige rein, also sprich niedergetrampelten Rasen. Richtig. So, das machen wir hier drauf. Ja. Also ich bin ein gelehriger Schüler, Sie sehen das. Hier ist, das macht mir wirklich Spaß. Also ich hätte es nicht gedacht, dass das so einfach ist. Ich habe immer ein bisschen Dampf davor gehabt, wenn die Leute, aber das ist wirklich einfach. Das ist einfach. So, umdrehen. Knöpfchen auch den drücken. Knöpfchen drücken. So, und hier möglichst hinten. Da hinten, dann haben wir hier wieder beige. So, diesen RTS Greenkeeper kann man auch bei uns im Shop. Ja. Kann man den 4 Stärken kaufen. Auf dem Portal von Xtrain24 erwerben. Genau wie die Wechselbehälter dazugehören. Wie die Wechselbehälter, die dazugehören. Die sind natürlich nicht zwingend notwendig, ja, muss man dazu sagen. Aber vorhin, es ist vereinfacht die Arbeit. Du hattest vorhin erwähnt, reicht, Thorsten. Reicht, Frank. Reicht. Reicht. Du hattest vorhin erwähnt, 55 kV. Habe ich das richtig gelesen? Richtig. Ja, ist das Spiel das eine Rolle? Das spielt eine ordentliche Rolle. Gerade wenn wir zum Beispiel die Grasstruktur aufbauen wollen. Ja. Das heißt, aufbauen in diesem Fall, wir setzen mehrere Fasern übereinander. Hm. Und da ist es sehr grundlegend wichtig. Okay. Und natürlich auch, wenn wir Bäume beflocken, Sträucher beflocken, große Bäume. Da ist es wichtig, dass es ordentlich viel Kraft ist. So. Und der Radius ist entscheidend. So lang wie das Kabel ist, ist auch unser Arbeitsradius. Aha, okay. Wir müssen also nicht, wenn wir hier was begrünen, ist auch hier in den Untergrund stecken. Ja? Das so. Kann durchaus da hinten irgendwo sein. Jetzt müssen wir den Staubsauger bewegen. Jetzt, ja, genau. Und dann zeigen wir die nächsten Arbeitsschritte, liebe Zuschauer. So, liebe Modellbahnfreunde, die Begrünung ist uns gelungen oder mir gelungen. Ich danke dir nochmal, dass ich das zum ersten Mal machen durfte. Wir haben den Hinterhof, also alles das, was wir jetzt mit dieser erdfarbenen Paste oder mit diesen Sandstreifen gemacht haben, begrünt mit diesem Begrünungsgerät von RTS. Mhm. So, jetzt können wir noch den Hinterhof gestalten. Da gibt es also ein wunderschönes Zubehör von der Firma Noch unter der Artikelnummer 14800. Sie sehen da eine klassische Klopfstange. Sie sehen eine klassische Wäscheleine mit diversen Wäschestücken, Gießkannen, Rasenmäher, Schaufeln und so weiter. Das werden wir dann noch mit hinten im Hof drapieren sozusagen oder anordnen. Zeigen wir jetzt nicht. Sie sehen dann nur das fertige Ergebnis. Wichtiger ist ja wohl die Geländegestaltung, lieber Thorsten, beziehungsweise das Thema Frühling. Wir wollen es ja auch ein bisschen weiterverfolgen. Und Frühling bedeutet blühende Wiesen, genau. Blühende Landschaften. Genau. So. Guck mal, ich habe mal hier zwei Farben vorbereitet. Jawohl. Das sind jetzt Blüten. Feine Blüten von Martin Wellberg. Also auch wieder ein Wellberg-Produkt. Wieder ein Wellberg-Produkt, genau wie die Büsche. Wie die Büsche. Genau. Und da gibt es zwei Packungen mit jeweils drei Farben. Die gibt es einmal in fein und einmal in grob. Das ist jetzt die feine Variante. So. So, weil wir benötigen zusätzlich noch ein Fixativspray. Wir machen das mal in den Vordergrund. Ein Fixativspray, das heißt also, es ist so eine Art, wie sagt man, Sprühkleber. Eine Art, ja, richtig. Weil es eben, es haftet nur. Wie ein Haftspray im Prinzip. Ich muss mal gucken, dass man die, so machen wir das, dass die Spiegelung rausgeht. Also ein Fixativ, wie gesagt, volksmündlich sagt man Haft, Sprühkleber, fertig ist die Laube. So, der wird einfach nur aufgesprüht jetzt auf die Fasern, genau. Oder wie? Genau, gib mir mal deine Hand. Ich gebe deine Hand. Gib mir deine Hand. Soll ich nach Hause gehen? Nein. Nein, ich gebe mir deine Hand. Ich fasse es nicht. Jetzt klebt er mich an hier. Nein. Was passiert jetzt? Pass auf. So, jetzt gehen wir mit deiner anderen Hand drüber. Wisch mal drüber. Geil.
Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Nein, deswegen, es ist haftet nur. Das wird genommen, um Bilder zu versiegeln. Und trocknet auch sehr schnell aus. Also trocknet sehr, ja, nö, du hast schon Zeit. Das ja, man merkt schon, vor allen Dingen zieht es die Falten raus. Das ist doch toll. Kann man das auch im Gesicht anwenden? Nein, also, wir machen einfach weiter. Nimm mal die Blüten da weg. Wir nehmen die Blüten so, weg. So, wir werden jetzt mal ein bisschen was drüber sprühen. Ja. Und dann wird einfach mit der Hand, wie mit, ja, als wenn man, zwischen die Finger. Als wenn man das Frühstücksei mit Salz bestreut. Und nur wenig. Ne? Wenig die Blüten anordnen. Ich nehme jetzt ein bisschen mehr, als ich sonst nehmen würde, damit man sieht. Es ist ja auch Frühling und die Wiese blüht. Ja, genau. Genau, so sehe ich das auch. Genau. Genau. So, so und die Weißen. Ein bisschen Weiß. Ein bisschen Weiß drauf. Ich glaube, das sieht man besser als das Gelb. Oh, aber es ist eine sehr schöne Fläche geworden vor den Häusern. So eine Art Sommerwiese. Ja, kann bald, man so sagen. Bald Sommerwiese. Aber es ist ja eine Frühlingswiese. Okay. So, damit haben wir es eigentlich erreicht. Man könnte jetzt noch einen Rotton dazu machen, aber ja. Das reicht erstmal für eine übliche Frühlingswiese aus. So, wir fassen nochmal zusammen. Wir haben begrünt mit Greenkeeper, wir haben die Wiese angelegt, wir haben mit diesem Haftkleber oder mit diesem Fixativ nochmal die Wiese besprüht, zieht die Falten raus. Und man kann also mit diesen Blüten von Wehlberg eine schöne Frühlingswiese gestalten. Richtig. Was wir noch hinzufügen ist, was wir glaube ich vergessen haben, dass wir die Fasern von Mini Natur verwendet haben in diesem Fall. Alles klar. So, dann haben wir alles gesagt, denke ich. Aber, liebe Zuschauer, Sie finden sämtliche Materialien, die wir ja verwendet haben, auf unserer Seite neben dem Video, die Artikelnummern und dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Ja. So, wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt soweit erstmal diese Szene fertig und die könnte dann rein theoretisch nahtlos an die Straße von dem angefügt werden. Genau. Und wenn wir das machen, werden wir zeigen, wie wir die Straße dementsprechend farblich anpassen. Okay. So, liebe Modellbahnfreunde, Sie sehen hier nochmal das Stück von Teil 1 mit dem Mittelpunkt unseres Dioramas. Die neu gestaltete Platte sehen Sie jetzt hier mit den Gebäuden, die wir gemacht haben. Sie sehen, das fügt sich wunderbar ein. Die Straße ist gelegt. Apropos Straße. Es sieht natürlich jetzt etwas sehr neu aus. Genau. So, und wie machen wir jetzt, wie kriegen wir das jetzt hin, dass diese Straße genauso alt und benutzt und dreckig und schmutzig ist wie da? Dafür haben wir diese Farben von Palm Pastel. Ich tue es mal reinhalten. Ja, halt es mal rein. Das heißt also, wir arbeiten nicht mit einer Lasur, sondern wir arbeiten mit Trockenfarben. Mit Trockenfarben. Okay. Weißt du warum? Nö. Idee? Nö. Wir haben ja hier nun diese Struktur. Ja. Gehst du mit nassen Farben dran, machst du die, füllst du wieder diese feine Struktur. Ach so, okay. Hm. Ja, deswegen trocken. Wir wollen die Struktur erhalten. Wir wollen die Struktur erhalten. So. So. Und da fangen wir mal an, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen aufstehen oder schaffst du das? Das geht so. Das geht so. Das geht so. So und dafür habe ich hier, man kann es entweder so machen, man hat hier einfach einen Schwamm oder ein Schwämmchen vorne. Ja, wir zeigen das nochmal richtig rein, denn die Arme vom Thorsten, das ist zu kurz, er sitzt etwas zu weit hinten. Genau. Das sieht aus wie ein Spatel, das ist nur sowas wie Schaumgummi. Richtig, genau. Und dann kannst du einfach oben draufstecken. Das ist auch so wie Schaum. Das ist auch hier, ganz normal. Ganz. Okay, Sponge. So. Und damit reibst du jetzt diese Farbe rein. Richtig. So, so. Das machen wir die, jetzt. Die tragen wir jetzt so auf. Ja. Ich bewege mich da ein bisschen rüber. So. Und die tragen wir auf. Die tragen wir auf. Wenn ich sehr viel auftrage, so wie hier, richtig. Dann drücke ich sie richtig runter. Ja. In die Zwischenräume. Ja. Das mache ich mal ein kleines Stück. Ja, wir machen es erstmal fertig. Genau. Und jetzt gehen wir mit dem Radiergummi drüber. Und radieren. Jetzt haben wir einen Zerstörer. Oh, das Sonderangebot von dem Anhänger. Wir machen das mal ein bisschen beiseite, ja. Also auch eine relativ leichte Aufgabe. Richtig. Nicht zu schwer zu machen. Nein. Und schon passt das wieder. Hast du eine tiefe Struktur drin. So, und das machen wir jetzt fertig. Und das machen wir jetzt fertig, genau. Gut. Ja, liebe Modellbahnfreunde, das war eigentlich im Grunde genommen schon unsere Aufgabe für Teil 2. Marktplatz mit entsprechenden Gebäuden, um einen Marktplatz, die möglicherweise da stehen können. Das Anlegen einer Straße und Begrünen.
Sie sehen, wir haben die Straße fertig behandelt, haben sie angeglichen an diesen Teil 1, den wir Ihnen schon gezeigt haben. Und Thorsten erklärt nochmal, wie wir das hinkriegen. Du hast jetzt eine braune Farbe vorhin genommen, aber wir haben jetzt nochmal eine graue. Wir haben noch ein bisschen grauen Ton hinzugefügt, weil ich bei der Alterung zuvor auch etwas grau genommen hattest, genau. Und so weiter. Gut, und wenn man mehr Zeit hat, dann kriegt man auch genau den richtigen Farbton zusammen wieder. Okay. So, nun haben wir fleißig gearbeitet. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Dann war es das im Teil 2, liebe Zuschauer. Wir sind zufrieden, freuen sich auf Teil 3. Dann begrasen wir nochmal. Wir legen nochmal ein Feld und eine große Blumenwiese an, die wir später dann nochmal in eine große Weide verwandeln wollen. So, also bis zum Teil 3. Ich freue mich auf Sie. Ihr Frank Puttig.